In diesem Video dreht sich alles um den K-System Staubsauger 2.0. Das ist er, der Sattelauflieger, der komplett eine Staubsaugereinheit eingebaut hat und so den ganzen Staub von der Anlage saugt. Er kann entweder von einer Solozugmaschine oder von einem Gigaliner-Verband gezogen werden. Ja, wer sich noch erinnert, das hier ist der Staubsauger 1.0. Der wird auch bald überarbeitet, aber ist mehr oder weniger spontan entstanden vor einiger Zeit aus ein bisschen Abflussrohr, Computerlüfter und einem Seidenstrumpf. Und ich möchte eben mit dem Staubsauger meine Anlage möglichst sauber halten, denn jeder, der mit seinen Autos ein bisschen Betrieb gemacht hat, weiß, in den Radkästen und Getrieben und Lenkachsen sammelt sich der größte Feind aller Mechanik, Staub und Dreck. Gerrit Braun vom Miniatur Wunderland hat in seiner K-System-Datenbank auch mehrere Staubsauger drin und hat dazu geschrieben, dass wenn man diese Staubsauger 5% der Betriebszeit einsetzt, er im Miniatur Wunderland die Wartungsintervalle verdoppeln konnte. Und das ist schon ein ganz beachtliches Ergebnis. Ich habe in Teppichbahning-Veranstaltungen, jetzt speziell in Losheim, auch mit den Staubsaugern sehr viel experimentiert und bin auch zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Also das bringt richtig viel. Ja, zum prinzipiellen Aufbau vom Staubsauger 2.0. Er hat hinten einen Noch-Reinigungszwerg, der hinterhergezogen wird, und hat hinten zwei Achsen, damit davor, wovor der Palettenkasten war, zwei 25 mm Computerlüfter Platz finden. Und so fing alles an, genau mit so einem Sattelauflieger, der dann zum Staubsauger wurde. Dazu musste zuerst der Palettenkasten und die erste Achse vom Auflieger entfernt werden und der komplette Rahmen wurde bis in den Laderaum durch aufgeschnitten, damit hier die Lüfter eingebaut werden konnten, die dann den Staub rauf in den Laderaum pusten. Die Akkus sind übrigens auf dem Dach aufgeklebt. Dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Hinten der Filter hier hängt schon schön viel Staub vom Testen. Er besteht auch aus vier Lagen Seidenstrumpf. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis vom Staubsauger. Er ist schön leise, sogar noch leiser als ein K-System-Fahrzeug. Man kann ihn also wirklich bedenkenlos im Betrieb mitlaufen lassen. Er ist nur ein ganz kleines bisschen höher, eben dadurch, dass drei Lithium-Ionen-Akkus mit 5 mm Höhe auf dem Dach oben aufgeklebt sind. Aber ansonsten passt er in das ganz normale LKW-Lichtraumprofil. Im Nachhinein fiel mir auf, das ganze Ding sieht ja irgendwie ein bisschen aus wie ein Viehtransporter. Also vielleicht, wenn jemand nachahmen will, der kann gleich ein Viehtransporter-Grundmodell nehmen und ihn komplett innen mit Seidenstrumpf auskleiden. Ich wünsche viel Spaß mit eigenen Konstruktionen.